stehen, bitte. Amos antwortete und sprach zu Amja, ich bin kein Prophet noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Rinderhirt, der Maulbeerfeigen ritzt. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk Israel. Guten Morgen. Wunderschön, Sie alle zu sehen. Und hoffentlich, ist das zu laut oder ist das, ist, für mich schallt es sehr. Ist das laut? It's okay, okay. And we have a number of English-speaking people, our tech team, so welcome. Unfortunately, I do not have a copy of the sermon in English for you, but just if you're wondering what we're talking about is the danger of making foolish vows. So you can go that place when you're in the sermon time. Also es ist wunderschön, Sie alle zu sehen und wir haben jetzt Erlaubnis, mehr und mehr das zu machen. Die Sache mit Singen ist ein bisschen so-so. Wenn Sie nicht sehr vorlaut singen, dürfen Sie in Ihrem Platz sitzen, singen, will ich sagen. Aber mein Erlebnis vor Covid ist, dass unsere Gruppe haben nicht sehr vorlaut gesungen, wir haben nur so gesungen. Also wenn Sie ein Gesangbuch brauchen, ich weiß nicht, wo die Gesangbücher sind, aber die können sich eins holen. Oder nur listen und listen, zuhören, zu viel Englisch. Und Michael wird für uns alle singen, bis seine Stimme, solange seine Stimme aushaltet. Gut, also setzen Sie bitte sich und wir werden, der Gottesdienst geht ein bisschen anders wie am anderen Sonntag, aber das werden wir sehen. Auch nach, also wir werden Abendmahl haben und Sie werden wissen, im Herbst haben wir das so gemacht, sie haben Abendmahl genommen und haben sofort weggehen müssen. Das müssen wir nicht machen, wir werden Brot und Wein, ich werde Brot dienen und Angelika wird den Wein und es wird die kleine Gläschen und es ist alles so gemacht. Und dann gehen Sie bitte zurück zu Ihren Sitz und dann haben wir den Schluss und dann, wenn Sie ausgehen, gehen Sie hinter Esther beim Parkplatz aus. Und ich glaube, da ist irgendwo ein Teller, wenn Sie, ja, wenn Sie Dankopfer gebracht haben, weil wir wollen nicht zu viel hin und her, denn als Sie hinausgehen, können Sie es da abliefern. Oder wenn Sie zum Abendmahl kommen, können Sie es da abliefern. Gut, und ich bin sehr froh, dass wir diesen Gottesdienst haben. Es gibt die Möglichkeit am Ende August, wenn das genug Interesse ist, dass wir noch hier im Hause einen deutschen Gottesdienst haben. Wenn nicht, dann werden wir das im September und alles ändert sich immer noch. Ich habe einige Fragen von den technischen Leuten. Wenn Sie nur mit den Händen zeichnen können, ich weiß nicht, wie man Survey auf Deutsch sagt, auf Englisch, Französisch, Sondage. Umfrage. Also, von Ihnen, wie viele von Ihnen haben die Gottesdienste entweder am Computer oder am Fernsehen sehen können über das letzte Jahr? Und wie viele von Ihnen möchten, dass das so weitergeht? Und es gibt einige zum Beispiel, die zu uns gesagt haben, Englisch und Deutsch, wenn wir wieder zurück im Hause sind, also vollzeitig, sie wollen immer noch, dass man das entweder am Tag oder später am Fernseher oder am Computer sehen kann, weil manchmal ist man krank, manchmal kann man nicht kommen. Also einige von Ihnen haben die Interesse und ich glaube, Anna hat eine Umfrage auf Papier vorbereitet, dass Sie ausfüllen können mit ausführlichen Fragen. So Anna, did you have any more questions now? Basically, there's a few that have watched it and would like it to continue. Okay, that's all you need? Gut, fantastisch. Und Anna, also sie ist sehr begabt und sehr hilfsbereit mit diesen Computersachen. Sie ist im Herbst, fährt sie nach Frankreich, um ihren Doktor mit Computers zu machen. Also, schöne Reise. Wir werden sie sehr vermissen, Anna. Gut, also unsere Einleitung heute, wir hören von Amos, der, wie wir gehört haben, er war nicht ein Prophet, aber wurde Prophet und sprach zu die Mächte von seiner Zeit, weil vieles schiefgang ging. Und dann hören wir den Gottesdienst, das Evangelium von Johannes, die traurige Geschichte, wie Johannes der Täufer getötet wurde und eine Besprechung darüber. Noch eine Annonce, hoffentlich haben Sie es fast alle gehört. Alice Bloom ist leider vor ein paar Wochen gestorben
Und ihre Beerdigung findet statt morgen Nachmittag um 2.30 Uhr am Kelowna Cemetery, also das ursprünglich, nicht beim Flughafen. Jeder, der kommen will, ist willkommen. Man muss nicht vorsagen oder registrieren, die wird davor. Man muss nur kommen. Und es wird also nicht so lange wie eine Beerdigung, eine Trauerfeier hier. Chris ist wegen der Sonne und der Hitze. Aber Roger, ihr Sohn, mit dem ich vieles besprochen habe, würde es sehr schätzen, wenn so viele wie möglich von Ihnen dabei sein können. Aber Sie können vielleicht einen Stuhl mitbringen, falls Sie sitzen müssen und so weiter. Und wie viel Schatten es in dem Platz gibt, weiß ich nicht. Also, aber auch, es gibt auch auf dem Friedhof eine Toilette, wenn das wichtig ist zum Wissen. Gut, hoffentlich keine mehr Fragen. Esther, thank you to be here. Thank you, Annika, because I know you understand virtually none of this. So we will now proceed. Wir werden jetzt unsere Beichte haben. Jetzt haben Sie alle Bücher oder haben Sie? Niemand hat Bücher. Okay, dann werde ich. Hast du ein Buch, Michael? Ja, okay, dann werde ich meinen Teil sprechen und dann Michael wird das Gemeindeteil sprechen. Wir stehen, bitte. Und normalerweise im der grünen Zeit in der Kirche haben wir kein Kyrie, aber ich habe es reingegeben diesen Sonntag, um Ihnen die Möglichkeit, es wieder zu genießen. Also, oh, ich brauche mein Buch. Ich hatte gedacht, ich habe es hier abgedruckt, ich habe es nicht. Also das ist auf der Seite 73 und viele von Ihnen werden es ausführlich schon kennen, schon wissen. Lasset uns vor dem Angesicht Gottes uns demütigen, unsere Sünde bekennen und ein jeder von Grund seines Herzens also sprechen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich jemals erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesus Christus willen. Du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und begehrt ihr Vergebung der Sünden um Christi willen, so antwortet ja. Ja. Auf solch euer Bekenntnis verkünde ich euch die Gnade Gottes und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus die Vergebung aller eurer Sünden zu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir können jetzt sitzen und zusammen Geh aus mein Herz singen, Strophen 1, 6, 13 und 14. Stärke sagt, bringt täglich Not.
mir deinem Geiste Raum, dass ich dir wird ein guter Bau und lass mich Götzen treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze. Vielen Dank, Michael. Ich will stehen, bitte. Die Gnade unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir setzen uns wieder für den Psalm und Michael wird das lesen. No, wir bleiben stehen für den Psalm. Psalm 85. Könnte ich durchhören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten, doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohnen, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue und der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schau, dass uns auch der Gutes tue und unser Land seine Früchte gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seine Schritten folge. Hier endet der Psalm. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie. Beten. O Gott, von dir kommt alles heilige Verlangen, alle guten Ratschläge und alle gerechten Werke. Gib uns deinem, den Frieden, den die Welt nicht geben kann, damit unsere Herzen bereit sind, deine Geboten zu folgen und dass wir geschützt vor der Furcht vor unseren Feinden
durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn, in Frieden und Ruhe leben können. Amen. Wir setzen uns für die Lesung. Eine Lesung vom Prophet Amos. Er ließ mich abermals schauen und sehe, der Herr stand auf der Mauer, die mit einem Beilot gerichtet war, und er hatte einen Beilot in seiner Hand. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ich sprach, ein Beilot. Da sprach der Herr zu mir, siehe, ich will das Beilot legen an mein Volk Israel, und in ihm nichts mehr übersehen, sondern die Hühen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerubim hermachen. Da sandte Amasia, der Priester in Bethel, zu Jerubim, dem König von Israel, und diesem sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Haus Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn, so spricht Amos, Jerubim wird durchs Schwert sterben. Und Israel wird aus seinem Land gefangen, weggeführt werden. Und Amaja sprach zu Amos, du, Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und iss dort dein Brot und weissage das selbst. Aber weissage nicht mehr in Bethel, denn ist es das Königsheiligtum und der Tempel des Königreichs. Amos antwortete und sprach zu Amia, ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjunge, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren zuchtet. Aber der Herr nahm mich von den Herden und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk Israel. Hier endet die Lesung. Halleluja! Möge der Gott unseres Herrn Jesus Christus die Augen unserer Herzen erleuchten, damit wir die Hoffnung erkennen, zu der Gott uns berufen hat. Halleluja! 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 Evangelium nach Markus, der 6. Kapitel. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nur bekannt. Und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferweckt worden, und darum wirken solche Kräfte in ihm. Andere aber sprachen, er ist Elia, ein Prophet, wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, ist es Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen. Der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes aber hatte zu Herodes gesagt, ist es nicht erlaubt, dass du die Frau deines Bruders hast? Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa. Da trat herein seine Tochter, die von Herodias, und tanzte, und sie gefiel Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Da sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will dir's geben. Und er schwor es feierlich, was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte
meines Königsreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach, ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale, das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen der Eider und derer, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht abweisen. Und alsbald schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf eine Schale und gab's den Mädchen. Und das Mädchen gab's seiner Mutter. Und da das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Das Evangelium Gottes. Wir werden unser Glaube in die Worte des apostolischen Glaubensbekenntnisses weitersprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Like the day.
wir beten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass wir wieder hier versammelt sein können. Es ist doch eine Ehre, hier zu sein. Wir danken dir, dass du bei uns in diesen letzten vielen Monaten gewesen bist und dass diese alten Worten immer noch für uns Wahrheit und Unterstützung geben. Segne uns und öffne unsere Ohren und Herzen zu deiner Weisheit an diesem Tag. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns. Ich hatte noch eine Frage stellen wollen. Unter Ihnen, möchten Sie im August einen Gottesdienst haben oder im September anfangen? Also wer im August, würde ungefähr der 23. oder der 22. oder der 29., wer möchte eins haben? Und wer möchte bis zum September warten? Also wir sind 50-50, wir werden sehen, wie das, I don't know how to say this in German, wie das, how it unfolds, wie das entfaltet. Und auch typisch geben wir immer eine schöne Grüße an diejenigen, die von irgendwo zuhören und mitmachen. Im englischen Gottesdienst, die Großmutter Jessica Palmer tut immer von Ontario mitmachen. Und im deutschen Gottesdienst sind es die Eltern von Angelika, die Großeltern von Anna. Obwohl mit der Zeitverschiebung werden sie wahrscheinlich es später anschauen. Aber das ist wirklich schön mit der Technik, dass wir das machen können. Wir hatten eine Taufe vor einigen Wochen und die Familie von des Taufkind leben in Jamaika und USA und England. Also die haben auch bei der Taufe mitmachen können. Das war sehr schön. Also heute haben wir eine sehr eigenartige und eine sehr traurige Geschichte im Evangelium. Der Tod Johannes des Täufers. Und das lesen wir nicht sehr oft und es ist nicht sehr bekannt, obwohl in der weiteren Kultur ist diese Geschichte bekannt. Man kann es in vielen Gemälden sehen und es war in einigen Filmen. Eins auf Englisch, der Tanz von den sieben Schleiern und so. Also Sie haben die Geschichte gehört von dieser Tochter oder eigentlich Stieftochter von Herodes. Also das ist eine, in meiner Meinung, der tiefsten Tragödien im Neuen Testament im Leben Jesus. Wie wir gehört haben, als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser und es kommt jemand, aber der stärker ist als ich und er täuft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Also diese Geschichte von Johannes der Taufer kennen wir alles. Alle, das tun wir meistens im Advent lesen. Also Johannes der Täufer kommt und täuft Leute und predigt und ruft sie zu Buße und Erneuerung im Leben und bereitet den Weg für Jesus. Also Johannes und sagt, ich bin nicht der Prophet, ich bin nicht der Retter, er kommt. Und für uns ist das auch eine Lehre, dass wir sind nicht der Christus, wir sind nicht Gott, wir sind hier, um den Weg zu Christus zu zeigen. Und Jesus und Johannes waren doch verwandt, denn Maria und Elisabeth, ihre Mütter, waren Cousinen. Und der Johannes ist ungefähr 6 Monate älter als Jesus. Nun kannten sie sich sicher als Kinder. Und wir wissen vom Evangelium, Elisabeth lebte in den Bergen und Maria natürlich in Nazareth. Also, aber sie haben sich sicher über die Jahre besucht und haben die zwei Jungen zusammen wahrscheinlich gespielt, währenddem ihre Mütter zusammengekommen sind für einen Besuch. Später als junger Männer ging jeder seinen eigenen Weg. Johannes zog in die Wüste. Vielleicht in einer Art Gemeinde von geistig begabten Männern, die hießen Essener. Also es gab die Pharisäer und die Sadduzäer, die waren in Jerusalem und die waren die Priester und haben die Schrift alle sehr gelehrt und waren dabei beschäftigt.
Und die Essener waren auch eine Gemeinde und haben ihre Zeit im Gebet gebracht, in der Wüste, in ein ganz einfaches Leben, mit wenig Essen und ein sehr schlichtes Leben. So wie die Pharisäer und die Sadduzäer waren sie respektiert, aber vielleicht waren Leute ein bisschen vielleicht unbequem, weil wer würde in die Wüste gehen? Und ab und zu kamen sie herein und wir haben das über Johannes gehört, wie sie ihn beschrieben. Er hat ein Gewand von Kamelhaare gewebt und es war sicher nicht sehr bequem und er aß Heuschrecken. Also das war nicht ein sehr einfaches Leben, ein Essener zu sein. Also Johannes wurde eine Art Prophet, der viele zur Erneuerung ihres Glaubens brachte. Aber auch sprach er gegen die politische Realität seiner Zeit mit viel Ungleichheit zwischen den Menschen. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem, und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Johannes antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Also er sah herum, wie ungleich Sachen waren und sprach zu den Leuten, so können wir das ändern, so muss jeder persönlich sein Leben ändern. Und wie wir wissen, viele kamen zu ihm und wie es schrieb, Herodes hat sicher von ihm gehört und auf einer Seite war fasziniert bei ihm und was er redete, aber auf der anderen Seite war unbequem, weil er Johannes erinnert immer oder machte ihn aufmerksam, wie Herodes vieles verkehrt gemacht hat. Und also da war ein bequemes Verhältnis, Beziehung zwischen den beiden. Und dann, wie wir wissen, hat Herodes ihn im Gefängnis geschmissen. Und so oft ist es, wenn sie in einer Position der Autorität, sie sind verantwortlich für alles. Und auf einer Seite sehen sie das Ungleiche vielleicht oder sehen sie, wo ihre Pläne, ihre Ideen sind. Und dann haben sie auch andere Mächte, die sagen, also mach nicht zu viele Änderungen und wir wollen also das passieren und nicht das. Und wir wissen wirtschaftlich, wie wir sagen, manchmal sollen wir mehr bezahlen, aber wenn man die Löhne erhöhen, dann kommen die Preise rauf und dann beklagen sich die Leute. Und so war es zu der Zeit genauso wie jetzt. Also Herodes ist einerseits von Johannes fasziniert und sah ihn als einen sehr intelligenten und vorsehenden Menschen. Aber andererseits genierte er sich, weil er die Frau von seinem Bruder geheiratet hat, was angeblich gegen das jüdische Gesetz zu der Zeit war. An anderen Seiten war es, dass wenn sein Bruder starb, war man verpflichtet, seine Frau zu heiraten. Aber in dieser Zeit ist es verboten und er hat es doch gemacht. Weil er König war, konnte er sich so etwas erlauben. Aber Johannes war einer der wenigen, die den Mut hatte, etwas zu sagen. Herodes beneidet Johannes Mut, genauso wie er sich über ihn ärgerte. Nun warf er Johannes ins Gefängnis. Im heutigen Evangelium haben wir denn das Ergebnis dieser Situation. Es ist Herodes sein Geburtstag. Eine große Menge Leute ist für die Feier versammelt. Seine Stieftochter, die Tochter seines Bruders, die Tochter seiner Frau Herodias, tanzt für ihn. Und sie ist als ein Mädchen beschrieben. Also ist sie vielleicht 12, 13, vielleicht auch jünger. Wir sind nicht sehr alt. Das hält in ihn einen und vorschnell, ohne nachzudenken. Bitte von mir, was du willst, sagt er zu diesem Mädchen. Ich will dir es geben. Und er schwor ihr feierlich, was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königsreichs. Und das können wir vorstellen, eine große Feier und er will seine Gäste imponieren, er will seine,
seine Stieftochter gratulieren. Also spontan sagt er das. Ist ein bisschen großzügig gefragt, hatte schon ein bisschen zu viel Wein gehabt. Jedenfalls ist er in dieser Situation und spricht diese Worte. Also, das ist die erste Torrecht. Seine erste Torheit oder starker Gesatz, vielleicht seine erste Dummheit. Du bist der König. Alle schauen auf dich. Du bist für dieses Volk verantwortlich. Und du versprichst die Hälfte deines Reiches an ein Mädchen, die zufällig deine Stieftochter ist, weil sie hübsch getanzt hat. Und wir können uns einblicken mit modernen Augen und Ideen, wie das klingt. Er dachte in diesem Schwören, dass sie würde wahrscheinlich vielleicht um ein neues Kleid bitten oder etwas Schmuck. Denn woran finden Mädchen im ersten Jahrhundert der biblischen Zeit Spaß? Aber hinter dieser Tochter ist ihre Mutter, Herodias. Diejenige, die den König geheiratet hat, diejenige, womit diese Sage anfing, diejenige, die Johannes, den König, herausforderte. Die Tochter rennt zu ihrer Mutter voller Freude, voller Stolz nach den Worten Herodes. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die Mutter sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach, ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf eine Schale, das Haupt Johannes des Täufers. Wir können uns vorstellen, wie alle so tief Luft holten. Was für ein Kind verlangt sowas? Was für Eltern missbrauchen das Kind so sehr, um es zu verlangen? Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen der Eider und derer, die mir zu Tisch lagen, wollte er sie nicht abweisen. Und alsbald schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf eine Schale und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Schockierend auch in dieser Zeit diese Worte zu hören. Entweder, vielleicht nicht für alle, aber für mir sicher. Also, das ist die zweite Torheit. Du bist der König und außer Eiden gibst du das Leben eines anderen her, weil ein hübsches Mädchen getanzt hat und ihre Mutter ihre Rache ausüben und sich revanchieren will? Und auch ein König ist verantwortlich für den Leben eines anderen. Sie werden vielleicht sich erinnern an die Geschichte von David, wie David, der Mann von Bathsheba, im Krieg geschickt hat, so dass er getötet wurde. Und Nathan, da war der Prophet zu der Zeit, hat David also darüber ausgerufen. Und dann David, Psalm 51, ist, wir glauben, das ist David seine Sündenbekenntnis oder sein Schuldbekenntnis über diese Sache, weil er hat es gereut und dann hat sein Leben geändert. Aber du bist der König, Herodes. Denken, was sie machen. Du hättest die Macht und die Verantwortung, diese Aktion zu vermeiden. Und du tatst es nicht. Du verleugnetest und lehntest die Verantwortung deiner Stelle vollkommen ab. Nicht nur Torheit, sondern Sünde auf Sünde. Also toricht, dumm, rücksichtslos, leichtsinnig, können wir auch sagen, sexistisch und rechthaberisch und ein Missbrauch deines Vorrechts. Also, wie oft sind wir so? Wir wissen, dass sich etwas ändern muss, um das Leben zu verbessern, entweder persönlich oder in unserem Kreis oder weiter, aber wir widerstehen. Jemand zum Beispiel hat ein Problem mit zu viel Trinken und die ganze Familie leidet, aber er oder sie weigert sich, ihr Leben zu ändern und Sachen zu machen, um das zu verbessern. Oder wir hören vom Leid anderer und wollen es nicht glauben. Das kann nicht so. So schlimm war das sicher nicht. Du übertreibst es. Oder wir kennen den Wunsch eines anderen,
aber wir sind zu stur, den Wunsch zu ehren. Einige Beispiele. So oft über meine vielen Jahre als Pastorin höre ich meistens von Frauen in der Gemeinde, wie sie den Gottesdienst schätzen und möchten, dass ihre Familie oder ihr Mann sie begleiten. Und er weigert sich oder die Familie widersteht, bis sie aufhört zu fragen. Einmal im Jahr Muttertag öfters höre ich, das ist mein Muttertagswunsch, und dann kommen sie alle und schauen, und wir sind hier, weil die Mama es haben wollte. Eine einfache Sache, mit jemandem zu einem Gottesdienst gehen. Wie oft sitzt eine Mutter beim Bett von einem kranken Kind oder vielleicht im Hockey oder irgendwo? Oder wie oft macht sie Sachen mit ihrem Mann? Vielleicht liebt er Fischen gehen und sie hat es nicht sehr gern, aber sie macht es mit, weil sie ihn liebt. Und sie fragt, komm mit mir. Nein, das mache ich nicht. Ich gehe nicht zur Kirche. Oder andere solche Sachen. Oder in unserem Familienkreis, das mache ich nicht. Keine Unterhaltung, kein Gespräch. Manche sagen, es gibt zu viele Änderungen und es wird uns zu viel verlangt. Warum können die Sachen nicht dasselbe bleiben? Und das kann manchmal ein Problem sein. Oder zum Beispiel, es wird uns neue Gesundheitsmaßnahmen empfohlen und wir lehnen sie ab, besonders wenn sie einfacher mit Übung oder so wird. Und ich habe das gesehen, auch in meinem Kreis, ich will nicht auf Finger auf jemand anderes, auf uns selber. Pillen, kein Problem, ich nehme diese Pillen. Was? Du willst, dass ich 20 Minuten zu Fuß gehe jeden Abend? Du willst, dass ich ein bisschen weniger von dem essen und ein bisschen gesünder? Oder dass ich, nein, das mache ich nicht. Und man sieht, als sie kranker und kranker werden. Wir sehen es auch mit unseren gewählten Politikern. Wie oft und wie viel von unseren Steuern werden von Regierungen verschwendet, weil sie zu wenig so Forschung gemacht haben und nicht gründlich untersucht haben? Oder schlimmer, weil die ursprüngliche Entscheidung von Egoismus, so wie der König vom Eider, Egoismus der Regierenden gesteuert wird, aber einem Verlangen von den vielen, die im Hintergrund mit ihrem Geld und eurem Einfluss hocken. Und wir wissen, es passiert und wir können nichts viel dagegen machen. Oder viel persönlicher, wir sehen Ungerechtigkeiten und Diskriminationen bei der Arbeit oder unter unserem Freundenkreis oder wo, oder Schule oder so, und schweigen aus Angst oder falscher Schüchternheit. Jesus gab sein Leben für die Menschheit und lädt uns immer ein, unser Leben an anderen weiterzugeben. Und es ist nicht immer verlangt, dass wir groß super Sachen machen, wie Therese von Calcutta sagt. Die meisten von uns werden nicht verlangt, große Sachen zu machen. Aber wir können alle Sachen mit großer Liebe machen. Und das machen wir alle täglich. Wenn wir Essen kochen, wir machen das lieblich. Wenn wir Sachen füreinander machen oder für Freunde, wir sind dazu eingeladen. Also Jesus gab sein Leben für die Menschheit und für jeden von uns persönlich. Also für die ganze Welt und für jede von uns und spricht uns mit Namen an. Und er gab sein Leben, sodass wir die Wichtigkeit und Bedeutung von Verwundbarkeit und Dienst lernen mögen, wobei wir unsere Beziehung zueinander und Gerechtigkeit für alle Menschen einführen und bilden können und dadurch echte Lieben und Leben finden und geben können. Und wir haben alle auch Erfahrung damit, weil vielleicht nicht alle, aber ich habe es viele Mal gesehen, dass da ist so einen Abstand. Nein, das mache ich nicht. Ich ändere meine Meinung nicht. Das kann nicht sein. Das können wir nicht machen. Und dann für irgendeinen Grund, vielleicht ist es der Heilige Geist, bespricht es sich weiter und auf einmal geht der Knopf auf, wie meine Mutter immer sagt, und oh, das können wir doch machen. Oh, das geht doch so. Und ein ganz einfaches Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Konferenzen über die Jahre, wo ich war als Pastorin mit anderen Pastoren und Organisten und so, und besprachen wir Gottesdienst
am Fernseher oder Gottesdienst online, wie wir das jetzt machen, oder Gottesdienst, wo man eine Leinwand hat für die Lieder. Und da waren alle die liturgischen Pastoren, die sagen, das können wir nicht machen, das ist nicht authentisch und das ist zu alltäglich und es ist nicht würdig genug und so weiter und so weiter. Und dann kam ein Virus und auf einmal, es geht und es ist eigentlich not bad. Und manchmal ist es sehr schön. Also jeder von uns hat es erlebt in irgendeinem Weg, wenn der Knopf aufgehen kann und wir werden weitersehen. Und in meiner Meinung, über die Jahre, die Kirche hat mehr Fehler gemacht, Nein sagen und die Leute absperren, denn Ja sagen und Neues zu erlauben. Manche sagen, es gibt zu viele Änderungen und es wird von uns zu viel verlangt. Und manchmal scheint es so. Aber die Änderung fragt nicht, ob ich sie haben will oder nicht. Die Welt geht weiter, ob was ich mache oder sage. Amen. Es gibt einige wichtige Leute und Schauspieler und Athleten, die irgendwie Sachen ändern können. Aber die meisten von uns, die Welt fragt nicht, was meine Meinung ist. Die Welt geht weiter. Änderung kommt, wenn Änderung kommen will. Ob wir bereit sind oder nicht. Ob wir dafür sind oder nicht. Ich habe leider nie Kinder gehabt, aber jeder, der Kinder gehabt hat, wissen, das Kind kommt, wenn das Kind kommen will. Und manchmal ist das nicht erwartet. Ist es denn nicht so viel besser für uns und für alle, wenn wir die Propheten unserer Zeit mindestens anhören, vielleicht mit offenen Sinnen und Herzen, und sagen, vielleicht haben sie etwas Weisheit für uns. Vielleicht sehen sie etwas besser, wie wir es sehen. Und sie anhören und zu sehen, in welche Richtung der Ball rollt, statt mit Enttäuschung schauen, wo der Ball war und warum kann der Ball nicht hier sein. Da geht er, wir wollen da gehen und weitersehen, woher der Herr uns ruft. Und vielleicht, wenn wir offen und verwundbar statt stolz und eingebildet sind, machen wir nicht so viele törichte und eitle Gelübde, sondern weise und Entscheidungen aus Liebe. Das ist die Einladung und die Hoffnung unseres Gottes. Eine Einladung, die mit einem Versprechen kommt, dass wir in allem, was wir unternehmen, in echter, ehrlicher Gottesliebe nie allein sein werden. Und auch wenn es schief geht, der Herrgott ist da, um uns zu trösten und vielleicht einen neuen Weg zu zeigen. Sondern von diesem selben Gott immer werden wir immer begleitet sein. Die Schwelle der Möglichkeit steht vor uns. Mögen wir den Mut finden, sie zu überschreiten. So wie wir am Anfang des Gottesdienstes gebetet haben. O Gott, von dir kommt alles heilige Verlangen, alle guten Ratschläge und alle gerechten Werke. Gib uns, deinen Dienern, den Frieden, den die Welt nicht geben kann, damit unsere Herzen bereit sind, deinen Geboten zu folgen und dass wir geschützt vor der Furcht vor unseren Feinden durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn, in Frieden und Ruhe leben können. Und möge diesen Frieden und Ruhe und Gerechtigkeit, das sich küssen, so im Psalm, unser Sein an diesem Tag und alle Tagen, wie wir von hier fortgehen und die Welt vielleicht ein bisschen öffneren oder anderen Augen ansehen. Gott sei mit Ihnen allen in alle Unternehmungen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.
verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Charme. Nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch und meinem Wandel nach. Ich bin das Licht, ich leuchte euch her mit heil'gem Jetzt ist die Zeit unser Dankopfer, aber wie ich sage, wir reichen nicht den Teller, aber wir werden singen, währenddem Esther spielt, wie Sie es gesehen haben am Fernsehen, wir opfern uns zum Herrgott. Also wenn Sie ein Gesangbuch haben, der Lied ist, warum willst du draußen stehen, 439, Strophen 1, 3, 4. Warum willst du draußen stehen, Strophen 1, 3, 4, 439. Und dann werden wir den Dankopfergebet dann fürbitten und dann Abendmahlsliturgie. Warum willst du draußen stehen?
Dank Opfergebet. Wir beten. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Dein ist alles, was wir sind und haben. Nimm uns und unser alles als Zeichen unseres Dankes zu deiner Ehre und segne sie zum Dienst der Liebe und der Gerechtigkeit für allen Menschen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasset uns vor dem dreifaltigen Gott in Gebet kommen, wenn wir hören, wir beten und antworten, höre uns Gott. Gott, Vater und Mutter, du empfängst dein Volk als eine Familie und versammelst alle Dinge bei dir. Schenke deine Gnade an deine beliebte Kirche, überschütte uns mit deiner Weisheit und rette uns vor unseren Fehlern. Segne unsere lutherischen und anglikanischen Kirchen, als wir 20 Jahre in voller Kommunion feiern. Segne alle geistlichen Gemeinden, besonders diejenigen, die Feuer oder Vandalismus in der letzten Zeit erlebt haben. Wir beten, höre uns Gott. Hervorragender Schöpfer, du pflegst beständig die kleinsten der Samen und die größten der Bäume. Erhebe Grünes von der Erde, ernähre den Wuchs, Frucht, Getreide und andere Pflanzen und segne die Arbeit der Bauern und Landarbeiter. Bringe deine Anwesenheit in unsere zerstörte Erde und hilf uns, Wege und Aktionen zu finden, den Klimawandel zu heilen. Wir beten, höre uns Gott. Gott der Unterdrückten, wende die Ohren derer, die Macht haben, zu den Stimmen der Propheten unserer Zeit. Schütze die, die schwierige Wahrheiten sprechen, besonders wenn für sie ein großes Risiko entsteht. Wir beten, höre uns Gott. Gott der Stärke, du bist denen in Schwierigkeiten nah. Tröste alle, die Gewalt überstanden haben. Bewache Flüchtlinge und Immigranten. Schütze alle die, die unter Vorurteilen und Diskrimination leiden. Wir beten, höre uns Gott. Gott der Liebe, wir beten für diese heiligen Häuser und alle, die hier zur Andacht kommen. Wir beten besonders für diejenigen, dessen Dienst im Hintergrund oft nicht bemerkt wird. Die Verwalter und Verwalterinnen, unser Bürodienst, unser Altardienst, unsere Technikmannschaft, und alle die, die freiwillig mithelfen. Wir beten, höre uns Gott. Gott der Erneuerung, öffne uns für die Leiden und Ungerechtigkeiten um uns herum
und bewege uns, unser Verständnis zu erweitern und unsere Herzen ändern zu lassen. Gebe uns allen, wo es nötig ist, den Mut und die Macht, im Herzen die Wahrheit zu sprechen, besonders für diejenigen, die nicht gehört werden. Wir beten, höre uns, Gott. Wir danken dir, Gott, für die Heiligen, Märtyrer und Propheten, die im Glauben gestorben sind. Wir erinnern uns an alle die, die in der letzten Zeit verstorben sind, entweder durch Covid-19, Hitze, Feuer, Erdbeben oder einstürzende Gebäude. Und besonders in unserer Gemeinde, Alice Bloom, Eleonore Ross, Esther Schulz und andere, die in schwerer Krankheit leiden. Tröste ihre Familien und ihren Freundeskreis und unterstütze Krankenpfleger, Feuerwehr und Notfallpersonal überall. Wir beten, höre uns, Gott. Wir erheben unsere Gebete zu dir, o Gott, im Vertrauen an deine bleibende Gnade. Amen. Euch. Erhebet eure Herzen. Ist, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, aller Zeit und allenthalben Dank sagen durch Jesus Christus, unseren Herrn, um dessen Willen du uns verschonst, uns unsere Sünde vergibst und die ewige Seligkeit verheißest. Durch welchem den Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und alle Himmelkräfte samt der seligen Seraphim und ein helligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbeten, ohne Ende Lob singen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der heilig bist du, o Gott, Quelle aller Heiligkeit. Du bringst Licht aus der Finsternis, Leben aus dem Tode, Wort aus dem Schweigen. Wir danken dir für unser Leben und für die Welt, die du uns gegeben hast. Wir danken dir für neue Welt, die kommt, und für die Liebe, die alles durchdringen wird. Wir preisen dich für die Gnade, die du Israel erwiesen hast, deinem erwählten Volk. Für die Errettung aus Ägypten, für die Gabe des verheißenen Landes und deine Bundestreue, für die Heimkehr aus der Gefangenschaft und für die Worte der Propheten, die nicht verloren sind. Wir preisen dich für deinen eingeborenen Sohn, der alle deine Verheißungen erfüllt hat und erfüllen wird. In der Nacht, wo er verhaftet war, nahm unser Herr Jesus Christus das Brot, als er davor mit seinen Jüngern versammelt war. Dankte und brach's und gab's denen und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab's denen und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut.
der vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr es trinket zu meinem Gedächtnis. Deshalb gedenken wir, o Gott, mit diesem Brot und diesem Kelch der Menschwerdung deines Sohnes und des Bundes, den er mit uns geschlossen hat. Er wurde unter uns geboren. Er hat mit den Ausgestoßenen und Sünden gegessen. Er hat sein Leben hingegeben. Besonders aber gedenken wir an diesem Tage seine Auferstehung aus dem Grabe, seine Auffahrt zu deiner Rechten. Von dort sendet er uns den heiligen und lebensspendenden Geist. Wir warten voll Verlangen auf unsere Auferstehung und die Vollendung der Welt, wenn wir wiederkommen wird in Schönheit und Macht, sein großes verheißene Fest mit uns zu feiern. Vereine unsere Gebete mit denen deines ganzen Volkes aller Zeiten und Orten, schließe sie zusammen mit dir immer während der Fürbitte unseren hohen Priestern, bis er kommt aus siegreicher Herr über alles. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und jetzt in Freude und Hoffnung beten wir in die Worte, das Jesus uns gegeben hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde. Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen. Christi, Donner Gottes, der du trägst diese Welt, erbarm dich unseres. Christi, Donner Gottes, denn es ist alles bereit. Schmecket und sieht, wie freundlich der Herr ist. Sie können sich setzen lassen. Und die Diener Stephanie und Heinz werden Sie zeigen, also vorwärts zu kommen, Reihe pro Reihe. Sie kommen erst dieser Seite, knien oder stehen, wie Sie wollen. Ich diene das Brot, Angelika das Wein oder Saft. Und dann gehen Sie in der Richtung, also einen Kreis, statt dass Sie sich überqueren. Also und vielleicht, ich weiß nicht, Heinz und Stephanie, ob vielleicht einer von Ihnen vorne sein wird und hinter, wie Sie das machen wollen, aber das werden wir machen. Okay, also ich gebe meine Maske drauf. Thank you.
deine Güte waren ewiglich. Halleluja. Wir beten. Heute ist der Tag, das der Herr gemacht hat. Lasset uns darin fröhlich und voller Freude sein. Und der Leib und das Blut unserem Herrn Jesus Christus segne uns und bewahre uns im Glauben zum ewigen Leben. Amen. Und wir beten. Ewiger Gott, du hast uns das heilige Sakrament als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben. Schenke uns eins das Heil in seine ganzen Fülle. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Also der Herr segne uns, segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Also nochmals vielen Dank, dass Sie hier sind und vielen Dank an alle Sie von ferne und nah, die mit uns elektronisch sein. Und wir freuen uns, dass wir so heute Gottesdienst feiern konnten. Wir werden uns sitzen für das Schlusslied und dann, wenn Sie herausgehen, hinter Esther zu dem Parkingplatz, das wäre sehr schön, also wie Sie zeitlich das machen wollen. Also wir sitzen jetzt und singen unser Schlusslied. Nun Gott Lob, es ist vollbracht. 141, 1 bis 3, also alle Versen. Nun Gott Lob, es ist vollbracht. 141.